Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich die Instax Mini Leeplay mit einem Handy verbinden und somit natürlich dann auch Fotos von der Kamera auf das Smartphone und von dem Smartphone auf die Kamera übertragen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst müssen wir bei unserer Kamera mal in die Einstellungen. Hierfür gehe ich einfach auf Menü bzw. OK, dann etwas weiter nach unten, so dass ich zu meinen Bluetooth-Einstellungen komme. Da klicke ich natürlich auch nochmal auf OK und muss dann eine Kopplungsregistrierung auch starten. Danach müssen wir bei unserem Smartphone mal die passende App herunterladen, weswegen ich auch einfach mal in den Play Store hineingehe und dann suche ich mal nach Instax Mini Leeplay und kann mir diese App auch schon ganz einfach installieren. Sobald die App gedownloadet ist, unbedingt darauf achten, dass unser Bluetooth einmal aktiviert ist. Dann können wir nämlich auch schon auf unsere App draufklicken, hier unten rechts auf die Einstellungen gehen und hier oben auf Bluetooth-Einstellungen. Und dann sollte nämlich die Kamera auch schon automatisch gesucht werden. Wenn sie dann angezeigt wird, dann einfach mal auf Verbinden klicken. Klicke auch hier unten natürlich auf Verbinden. Und wir sehen, dass unsere Kamera auf jeden Fall verbunden ist. Und hier drüben ist er auch bei dieser Verbindungsanfrage rausgegangen. Zuerst einmal möchte ich von meinem Handy ein Bild direkt zur Kamera rüberschicken und dort dann natürlich auch ausdrucken. Deswegen muss ich mal hier rechts im Menü auf direktes Drucken gehen. Wählen Sie ein Bild aus und wir kommen auch schon zur Galerie bei unserem Handy. Und wenn wir ein passendes Bild haben, können wir mal hier auf Drucken draufklicken und hier das Ganze nochmal mit Drucken bestätigen. Ich würde sagen, das schaut super aus, weswegen wir hier mal wieder mit OK aus dem Ganzen rauskommen. Um jetzt ein Bild von der Kamera direkt auf das Handy zu bekommen, da haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Und die erste Möglichkeit funktioniert aber nur, wenn du das Bild wirklich zuvor auch ausgedruckt hast. Das erkennt die Kamera nämlich und dann müssen wir in der App einfach mal auf Transferred Images hier unten draufklicken und können mal hier in der Kamera nämlich auf das entsprechende Bild klicken. Dann klicke ich auf OK und da haben wir auch die Möglichkeit Printed Image Transfer. Da klicke ich jetzt nämlich drauf und dann sehen wir auch die Bilder, die wir wirklich mit der Kamera einmal ausgedruckt haben. Und dann kann ich das Ganze noch einmal mit OK und übertragen bestätigen. Du siehst, das Bild ist auch schon angekommen. Da klicke ich einfach mal noch drauf und könnte es jetzt entweder wieder mit der Kamera drucken oder ich gehe hier auf Herunterladen und kann natürlich auch noch dementsprechend irgendwelche Filter drüber legen. Das ist natürlich ärgerlich, dass wir das Bild zuvor erst ausdrucken müssen, aber da möchte natürlich die Firma auch Geld damit verdienen, dass wir uns noch mehr Filme kaufen. Die zweite Methode funktioniert natürlich aber mit allen Bildern, die wir hier auf der Kamera gemacht haben. Hierfür habe ich meine Kamera erst einmal ausgeschalten und dann kann man hier außen auch schon ein kleines Fach öffnen, wo so eine kleine Micro-SD-Karte hineinpasst. Ich habe daheim noch eine mit 64 GB gefunden, die sollte auf jeden Fall passen und muss diese dann natürlich da auch noch richtig rum hineingeben und kann das Fach dann auch schon wieder schließen und meine Kamera wieder anmachen. Als Test mache ich jetzt einfach mal ein normales Foto, was ich nicht ausdrucken werde. Schalte meine Kamera aus und dann kann ich nämlich auch schon die SD-Karte wieder herausnehmen. Im nächsten Schritt gebe ich diese dann mal richtig rum in meinen Laptop hinein, kann dasselbe Spiel natürlich am Handy genauso machen. Und sobald ich im Explorer mal auf meine Speicherkarte drauf klicke, noch die entsprechenden Ordner öffne, können wir auch schon jetzt das gerade aufgenommene Bild in super Qualität sehen und somit haben wir natürlich auch schon unsere Instax Mini Leeplay mit dem Handy richtig verbunden und Fotos auch richtig übertragen. Wenn du dir für zu Hause übrigens auch eine Instax Mini Leeplay, mehrere Filme auf einmal, um natürlich mit dem Mengenrabatt Geld zu sparen oder auch eine passende Speicherkarte zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.